So, hallo liebe Leute, nachdem die drei HQ-Modelle jetzt fertig sind, die ich brauche für mein mir auserdachtes Kill-Team, geht's jetzt zum Kill-Team. Verzeihung. Gut, dann fangen wir mal an mit den Veteranen. Das ist einmal in erster Linie der Black Shield. Und dieser Black Shield bekommt eine Energieklaue und eine Energiefaust. Ist natürlich wieder alles magnetisiert. Und der Gedanke dahinter ist ganz einfach, der geht mit 8 Attacken in Charge. Durch die Energieklaue und die Energiefaust einfach hat er zwar Special Weapon. Und ja, gut. Kurz gesagt, wenn es gegen Infanterie geht, Durchschlag 3, wenn es gegen Fahrzeuge geht, Durchschlag 2, Stärke 8, mit einem Kampfgeschick von 5 schon sehr mächtig. Gut, dann, das ist quasi die erste Nahkampfeinheit. Dann die zweite Nahkampfeinheit ist einfach ein Veteran mit einem Hammer. Sonst klarerweise nichts, kann ja sonst nichts tragen. Der zweite Veteran oder der dritte Veteran, besser gesagt, hat auch einen Hammer. Und dann, jetzt stellen wir das vielleicht einmal so auf. So, zack. Der dritte Veteran, so, da, hat auch einen Hammer. Dann. Die fünfte und sechste Veteran sind quasi fürs Schießen zuständig mit einer Frag Cannons, sehr mächtig, Sturm, Stärke 9, Durchschlag 2. Jetzt in meinem speziellen Fall habe ich das ein bisschen angepasst. Ich habe das so modifiziert, dass ich denen da Sturmschild drauf geben kann. Der Plan dahinter ist der, ich steige aus dem Blackstar aus oder aus der Landungskapsel oder wohin auch immer, bild dann einen Rettungswurfring um meine Nahkämpfer. Ja, und das heißt, einfach Frag Cannons stehen dann links und rechts oder vorne und hinten, je nachdem, und können halt. Halten ziemlich was aus. Sonst, ja, nahkampftechnisch war es das eigentlich. Ja, passt. Dann gehen wir jetzt einmal uns bemalen. Ah, ja, genau, und der fünfte Veteran ist in Wirklichkeit genau wieder der exakt selbe wie der andere mit der Frag Cannon und mit dem Sturmschild. Gut, dann in diesem Sinne. Geht es jetzt einmal los. Wie immer, zuerst ausschattieren mit den zwei Farben, dann die Non-Metal-Farben, zum Schluss die Metal-Farben und das Shading. Gut, dann baue ich jetzt einmal schnell um und dann machen wir mal das Shading bzw. die Farbgebung. Passt, gehen wir's an. So, wie üblich. Die erste Farbe, und zwar ist das Black Grey von Vallejo. Gut, die Farbe ist angemischt. Dann starten wir jetzt einmal die Absaugung und ich schattiere mal die fünf Modelle. Sodala, die Schicht ist drauf. Dann machen wir jetzt einmal, richten wir mal das Negro Metal her und zur Seitenschicht melde ich mich dann wieder, aber erst sage ich noch schnell einmal kurz das Ergebnis. Warte mal, die Lampe verändern, dass man das besser sieht. Wie gesagt, man sieht jetzt da schön den Übergang. Und zu besummen.
Man sieht jetzt so, glaube ich, ganz gut den Übergang von den zwei verschiedenen Schwarztönen. Bin schon gespannt, wie der Black Shield dann ausschauen wird. So. Es ist halt sehr schwer bei Schwarz einen Farbverlauf reinzubringen, weil ja, so dann her, Schwarz ist halt Schwarz und ja. Gut, ich glaube, das haut ganz gut hin. Passt dann jetzt Negro Metal und dann sehen wir uns wieder. So, zurück mit der zweiten Farbe. Wie immer Black Negro und dann starten wir mal die Absaugung und auf geht's. Sodala. Die zweite Schicht ist drauf. Ich zeige euch jetzt wieder ein bisschen zu bezoomen, wie die ganze Sache ausschaut. Das Licht wenn wir ein bisschen wieder ändern. So, und wieder sieht man, glaube ich, ganz gut den Unterschied. Einfach ein bisschen was anderes, nicht einfach schwarz. Und wie man auf die anderen Modelle bereits gesehen hat, sobald dann die Metal-Farben drauf sind, relativiert sich dieser Metal-Effekt und dieser Glanzeffekt ein bisschen und dann schaut das ganz, ganz gut aus. So, Nummer 5, Nummer 4 und die letzte, der Nummer 5. Die Nummer 5 passt. Dann jetzt kleben wir den Black Shield ab und brushen den Umhang bzw. die Kapuze. Passt, machen wir das einmal und sobald das abgeklebt ist, melde ich mich wieder. So, zurück mit dem abgeklebten Modell. Ich habe mich wieder für Glue-Tag entschieden. Backpack habe ich dabei weggenommen. Und jetzt kommt einmal das Ferrari-Rot drauf. Passt, gehen wir's an. So, das erste Rot ist drauf. Hoppa, so. Das lassen wir jetzt einmal trocknen. Und sobald das trocken ist, kommt die zweite Schicht drauf. Mephisto Red. So, zweite Schicht rot, Mephisto Red. Gut, dann tragen wir es am Lauf, ne? So, das war schon der ganze Zauber. Jetzt zu guter Letzt noch das Cornred. Passt, lassen wir das jetzt einmal trocknen und dann mit dem Cornred melde ich mich wieder. So, dritte Farbe, Cornred. Dann, da geht es jetzt wirklich nur um ein paar Details und gehen wir es an. So, hervorragend, schaut super cool aus. Jetzt sieht man es wirklich gut. Ich halte es einmal schön im Licht. Den Übergang von diesen drei Farben, teilweise das glänzende Ferrari-Rot noch drauf. Der Übergang vom hellen Rot zum dunklen Rot wirklich gut geworden. Bin sehr zufrieden. Gut, dann tun wir jetzt einmal den Glue-Tag weg und kleben das Backpack wieder drauf. Und sobald das passiert ist, zeige ich euch einmal das Modell, wie es ausschaut. So, da, das Glue-Tag ist herunten und
Kurz gesagt, ich bin sehr zufrieden. Das kommt richtig, richtig fett. Das gefällt mir voll gut. Schaut richtig elegant aus. Cooles Modellband. Schaut da mit dem Schattenverlauf oder mit dem Verlauf vom Rot super cool aus. Oben eher das Glänzende, nach unten hin dunkel werden, da das ist wirklich gut geworden. Gefällt mir gut. Bin ich sehr zufrieden. Auch die Kapuzen sind die Schattierungen ganz klar erkennbar. Ja, gut. Dann baue ich jetzt einmal um. Und dann fangen wir an mit den Non-Metal-Farben. Und bin schon gespannt. So, jetzt ist alles soweit vorbereitet. Bewaffnung, Magnete sind drin, die Teile sind geairbrushed und jetzt geht's los mit den Non-Metal-Farben. Ja, viel ist es tatsächlich nicht, weil die ganzen Figuren, die tragen keine Pistolen, das heißt, es geht da nur warte mal, letztes Summen. Es geht nur um so Taschen, beispielsweise bei dir da oder da vorne an der Rüstung. Also in Wirklichkeit, so wie ich das momentan sehe, brauchen die Modelle nur braun. Maximal, dass man irgendwo ein Purity Seal drauf, also ein Siegel drauf ist, aber ich sehe keins. Ich sehe keines. Gut, ja, das ist es. Das heißt, braun. Und ja, bei den Waffen schaut die Sache ein bisschen anders aus, weil die Waffen rot sind. Deshalb eben, also beim Hammer wird der Griff rot und bei den Frag Cannons das Gehäuse von der Waffe selber. Gut. Dann beginnen wir jetzt einfach mal mit Braun, weil das quasi die Hauptfarbe ist, wenn man so will. Und wenn das Braun aufgebraucht ist, nachher zeige ich euch, wie es ausschaut. So, weit so gut. Das Braun ist drauf, das setzt einen sehr interessanten Akzent, muss ich sagen. Das habe ich so bei den anderen Charakteren nicht gehabt, weil nicht so viel Braun war. Schaut super aus. Fällt mir gut. Gut, dann das nächste mache ich jetzt einfach mal Cardian Flesh Tone, also die ganzen Köpfe, weil jeder von den Jungs oder keiner von den Jungs einen Helm auf hat. Und ich mache dann aber gleich die Gesichter fertig, also sprich den Mund rot und den Bart grau und so weiter und so fort. Gut, sobald die Köpfe fertig sind, zeige ich euch, wie es ausschaut. So getan, die Gesichter sind fertig. Ich habe mir jetzt nicht mehr angetan, als unbedingt notwendig ist, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt keine Augen oder was eingemalt. Gerade nur das Notwendigste, den Mund rot und ja, nichts Spezielles, sagen wir es einfach mal so. Gut. Nachdem jetzt dann da wirklich, nachdem es jetzt wirklich nur um einige einzelne Non-Metal-Farben geht, werde ich jetzt einfach mal alle Non-Metal-Farben fertig malen, weil es sind wirklich ganz, ganz, ganz wenige. Und so wie das fertig ist, zeige ich euch dann die endgültigen Ergebnisse, bevor ich mit den Metal-Farben anfange. Passt, dann gehen wir es an. So, es waren tatsächlich doch ein bisschen mehr Non-Metal, als ich gedacht habe. Habe einfach drauf vergessen. Die ganzen Waffen rot, dann die ganzen Purity Seals mit Sand und so, Rugged Flesh, die Klassiker. Verzeihung. Dann die ganzen Schulterpolster in Blau. Gut. Ja, soweit so gut. Jetzt ist aber alles getan, was noch mit ist. Und jetzt starten wir mit den Metalfarben. Ich werde beginnen mit dem Silber, so wie eigentlich jedes Mal. Und sobald das Silber dann drauf ist, auf alle Teile,
melde mich wieder. So, Silberauftrag war ein Mammutprojekt. Der Black Shield soweit quasi eh schon fertig. Viel passiert da jetzt nicht mehr. Das Gold noch. Das kommt ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Und die Modelle selber war eigentlich nur das Messer hinten und die Antennen, aber und bei den Waffen war dementsprechend viel klarerweise das silberne Arm und auf der anderen Seite war halt auch diese Kommunikation, das Kommunikationslinks oder was auch immer das sein sollte. Gut, dann jetzt an. Der nächste Schritt ist jetzt klarerweise das Gold. Und sobald das Gold drauf ist, melde ich mich wieder. So, das Gold ist drauf. Schaut ganz gut aus. Aber es ist halt wirklich nicht viel Gold. Das ist hochinteressant. Es sind nicht wirklich viel Golddetails. Sie haben jetzt deshalb dazu entschieden, da den Skrux Terminators durch Gold zu machen. Und weil die und bei den schweren Energiehämmer, die habe ich auch Gold gemacht, einfach weil es fett ausschaut und um dem Ding treu zu bleiben, dass quasi diese Inlay-Teile silber sind, so wie beim Corvus oder so. Und deswegen habe ich die jetzt auch Gold gemacht. Schaut, glaube ich, schaut ganz cool aus. So, jetzt eine neue Farbe, beziehungsweise was heißt eine neue Farbe? Eigentlich eine Farbe, die ich einfach noch nie gebraucht habe. Und zwar ist das das Liquid Copper, eben von dieser Serie, wo er das Metall und das Gold heißt. Ja, ich muss einmal probieren, habe ich noch nie gemacht. Was werde ich mit dem malen? Einmal ganz einfach da die Granaten und die ganzen Munitionen an der Brust und die ganzen einzelnen Marines. Gut. Dann in diesem Sinne machen wir jetzt einmal das Kupfer. Dann werde ich gleich etwaige Fehler ausbessern, weil ein, zweimal bin ich daneben gefahren mit dem Pinsel, aber nichts Großartiges. Und sobald das soweit ist und ich quasi mit dem Malen fertig bin, zeige ich euch einmal die fertigen Modelle, bevor ich dann schließlich zum Schädern übergehe. Passt, gehen wir's an. So, soweit so gut. Jetzt noch Weathering, also Shading und so weiter. Der Black Shield. Dann zweimal Hammer. Und zweimal Frag Cannon. Ah ja, und zum Kupfer kann ich nur sagen, das ist wieder mal eine geniale Farbe. Was soll ich dazu sagen? Ja, also wie gesagt, ich habe da in dem Fall die Option mit dem Sturmschild und der zweite eine sehr, 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 sehr nette Sache, sage ich nur. Passt. Gut, dann jetzt nur in Oil, Agrax Earthshade, die üblichen Verdächtigen. Passt, dann gehen wir es an. So, die Shades sind drauf. Wie üblich, der letzte Schritt, ein wenig Necron Compound dort und da. Und sobald das getan ist, zeige ich euch die Modelle. So, es ist vollbracht. Das erste Kill-Team ist fertig. Frag-Cannon. Ein bisschen zuzoomen. Frag-Cannon Nummer 1. Frag-Cannon Nummer 2. Sehr cool, man gefällt mir voll gut. Bin ich zufrieden? Ja. Dann einmal schwerer Hammer. Einmal schwerer Hammer. Dann
zweite schwere Hammer. Und zu guter Letzt der Black Shield. Ziemlich cool geworden, gefällt mir echt gut. Alles klar, dann in diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Jetzt muss ich noch die 6 Bases machen. Und sobald die 6 Bases fertig sind, werde ich vom ersten Kill-Team einen kleinen Showcase machen. Einmal zumindest von den Modellen, die ich bis jetzt fertig habe. Also im Sinne von richtige Beleuchtung und mit einem schönen Hintergrund und so weiter. Und gut, dann in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, empfehlt es mir weiter und ich hoffe, ich habe euch wieder einen kleinen Anreiz geben können und ja, wir sehen uns beim nächsten Video.